1977 war dieses Kind bereits ein Weltstar. Sein Bild ging durch alle Medien und großen Magazine und wurde gefeiert wie eine Mondlandung. Die Rede ist von Louise Brown. Sie ist das erste Kind, das nach der Befruchtung im Reagenzglas zur Welt gekommen ist. Willkommen bei Mehr Leben, das Magazin rund um ihre Gesundheit. Nächstes Jahr feiert die In-vitro-Fertilisation ihr 40-jähriges Jubiläum und wir fragen nach, was die moderne Fortpflanzungsmedizin für betroffene Paare tun kann. Zwei Jahre Sex ohne Schwangerschaft. Die Medizin spricht hier von unerwünschter Kinderlosigkeit. Und vor 39 Jahren ist gegen diese Diagnose noch kein Kraut gewachsen. Heute gibt es die künstliche Befruchtung und wir sitzen in einer Einrichtung, die diese Methode laufend anwendet. Herr Dr. Brunnbauer, was kann denn die moderne Medizin gegen ungewollte Kinderlosigkeit tun? Wir können mittlerweile sehr viel tun. Noch vor knapp 40 Jahren waren uns die Hände gebunden. Es gab nur die Methode der Insemination. Das Wissen war damals schon groß über den normalen Regelzyklus. Mittlerweile gibt es die künstliche Befruchtung. Wir kürzen das ab mit IVF-Behandlung, bedeutet In-vitro-Fertilisation. Und gemeint ist damit die Befruchtung der Eizelle außerhalb vom Körper. Welche Ursachen gibt es grundsätzlich, dass die Paare keine Kinder bekommen können? Wir müssen unterscheiden die weibliche und die männliche Seite. Von männlicher Seite lässt sich das über eine Spermiogrammuntersuchung relativ leicht einschränken. Und auf weiblicher Seite sind es so drei Hauptgründe. Das eine ist die Endometriose, das zweite ist das sogenannte PCO-Syndrom, das ist eine Hormonstörung, und das dritte ist der verschlossene Eileiter. Für welche Betroffenen kommt das denn in Frage? Welche Voraussetzungen müssen da gegeben sein? Also der Einsatz der künstlichen Befruchtung ist sehr breit. Es gibt kaum Paare, die da nicht in Frage kommen. Für wen das gar nicht in Frage kommt, das sind Frauen, die keine Eizellen mehr haben. Die gibt es leider auch. Künstliche Befruchtung oder natürliche, wie unterscheiden sich denn die Schwangerschaften danach? Da gibt es keinen großen Unterschied. Die künstliche Befruchtung selber ist nur ein Weg, wie man die Schwangerschaft herbeiführt. Aber es gibt schon bei den Leuten, die irgendeine Grundkrankheit vorher mitbringen, auch mehr Komplikationen in der Schwangerschaft. Letztlich überwiegt immer die Freude über ein gesundes Kind. Die Medizin leistet in diesem Bereich wahre Wunder, denn ein erfüllter Kinderwunsch ist für die betroffenen Paare ein großer Segen. Wir reden mit einer jungen Mutter, die dank der modernen Fortpflanzungsmedizin seit 3 Monaten ein Baby hat. Wann habt ihr euch denn entschieden, medizinische Hilfe anzunehmen? Ja, das war im Sommer 2013, nachdem wir schon 1,5 Jahre versucht hatten, ein Kind zu bekommen und ich leider 3 Eileiterschwangerschaften hatte. Und damit war klar, dass es auf natürlichem Wege nicht mehr funktionieren wird. Wir sind doch recht offen mit dem Thema umgegangen und hatten kein Problem damit, medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und jetzt ist natürlich die Freude umso größer und das ist euer Goldschatz. Ja, das ist sie. Wir sind wirklich sehr glücklich mit ihr. Vielen Dank für dieses offene Gespräch. Gerne. Dankeschön. Würden übrigens alle In-vitro-Kinder in einer Stadt leben, hätte sie mehr Einwohner als die deutsche Hauptstadt Berlin. 5 Millionen Beweise für den Erfolg der künstlichen Befruchtung. Das ist ein ganz klarer Fall von mehr Leben. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.